Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight an diesem wunderschönen Donnerstag. Und wir sind schon wieder auf Jamoka. Was ist hier los? Wieso? Warum sind wir immer hier als erstes oder als letztes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir mindestens einmal, wenn wir spielen, hier. Also. Oh, ich sehe dich. Hallo! Hä? Blödi, ach so. Hier! Da bin ich! Dachte mir, hä, mir kam jetzt noch eine Nea entgegen. Normalerweise bist du doch oh nicht. Oh nein. Eine Enna. Ich bin der Haken. Die ist im Haus. Sie hat die Tana. Nea. Ich renn mal nach hinten. Komm mit. Oder wollen wir hier ran? Ja. Ich geh hier ran. Ja, es ist Donnerstag. Und rein theoretisch kann ja vielleicht sogar schon der neue Killer heute online sein. Ich weiß es gar nicht. Rein theoretisch. Also bei uns wird der neue Killer jetzt nicht online sein. Wie ihr wisst, wir nehmen ja immer den Sonntag vor dem Donnerstag auf. Also bei uns ist der neue Killer definitiv noch nicht online. Aber rein theoretisch könnte heute an diesem Donnerstag der neue Killer schon online sein. Ja. Also es gab halt Aussagen. Ich weiß nicht, ob das so Fakt ist. Ich glaube, sie... Nee, sie kommt nicht hierher. Die Katze leuchtet nicht mehr. Es hieß wohl, dass der neue Killer am 16.06. rauskommt. Naja, das wäre ja dann am Dienstag. Okay, ja. Sie geht hinter zu der anderen. Wollen wir vielleicht erstmal retten gehen, bevor wir anmachen? Willst du gehen, oder? Okay. Wie wir kurz da standen und uns dachten, wer? Also sie scheint gerade noch bei der anderen im Haus zu sein, wenn du dann hinter Richtung Scheck rennst. Ja, sie ist rausgekommen gerade. Oh, sie wirft auch direkt zum Haken. Ich mach mal an, vielleicht lenkt es sie ab. Geh mal hinter näher, so als Block. Oh, sehr gut. So. Ja, auf jeden Fall heißt das in der nächsten Woche, wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht auch den neuen Killer und schon die neue Map. Von wo wirft die denn? Sag mal, bin ich... Also wir haben auf jeden Fall kein Ruin. Oh, 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 fuck, sorry, Nea. Sorry. Oh, sie wirft sehr gut. Nea, was machst du? Ich gehe mal Richtung Nea. Ich guck mal, dass ich sie aufheben kann. Jagt mich. Sie holt neue Äxte. Wir wollen ja altruistisch spielen. Und ich hänge am Stein. Schon, oh, verdammt. Jeff ist auch schon bei Nea. Ich bin jetzt bei der Shack hinten. Ich weiß nicht, ob mir das was hilft. Oh, wir haben die ja hochgeheilt. Ich bin auf der anderen Seite. Wuhu, das war... In der anderen Ecke. Oh, jetzt bin ich ganz schlecht gelaufen. Okay, ich komme in deine Richtung. Ich glaube, der Keller ist aber nicht hier hinten. Wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Geht durch die Scheck. Wenn sie Barbecue hat, hat sie mich instant gesehen. Susi und ich sind übrigens gerade auch mega mindblown. Wir lesen ja aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Cybertrips zusammen. Ich glaube, wenn das Video online geht, sind wir fertig. Ich glaube auch. Also wir haben jetzt heute exakt bis zur Hälfte gelesen. Ja. Also, möchte ich gleich hier rein, oder? Ja. Ich glaube, die hat die anderen gerade weggejagt. Und wir saßen gerade da, während das Spiel geladen hat, und haben gesagt, wir müssen uns jetzt mal austauschen. Also, wir tauschen uns nach jedem Leseabschnitt aus, aber heute, das war so... Wollen wir hier den rangehen? Bäm. Ach, wir haben ja Dying Light sogar. Ja, das bin ich. Das erste Mal, dass ich Obsession bin und wenigstens was davon hab. sie kommt. Also sie jagt Darwin. Okay, sie jagt Darwin. Darwin rennt weg. Das sah bestimmt so witzig aus. Erst beide raus und dann alle wieder rein. Okay, der hat den fertig gemacht. Dann haben wir den. Ja. Was macht denn der Jeff? Jetzt hat er versucht, mehr aufzuheben. Hä? Die war doch noch null hochgehielt. Okay, mit näher. Ich versuche mal durchzuziehen. Ja, ich versuche mal Richtung
Ist halt jetzt schwierig, ne? Weil ich bin halt nicht Dying Light. Es geht alles langsamer und Tanata geht nochmal langsamer. Ja. Bei mir ist schon wieder hier irgendwas am Struggeln und Disconnecten am PC. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Ach, genau, hier ist noch ein Tag, wollte mich verarschen. Ich glaube, sie kommt. Shigami! Warte. Ich fahr jetzt Jeff einfach noch schnell ab. Uhuhu. Lauf, Jeff! Guck mal, ob ich zu näher komme. Okay, Jeff hat's drauf. Jeff hat in den letzten 2 Wochen 120 Stunden waren es, gell, oder so gespielt. Ja, 111 oder so. Sie kommt, sie hat dich. Oh fuck. Oder? Nee, sie hat nee, dich. Oh mein Gott! Oh, scheiße, das war doof. Hä? Sie hängt mich nicht an den Haken. Oh Gott. Ich hänge. Sie sieht dich, glaube ich. Also. Schnell! Aber wieso hat sie mich jetzt nicht an den Haken gehangen, wo ich drunter lag? Ah, jetzt nicht verstanden. Da ist kein Haken dran. Ich glaube, Jeff hat zerlegen oder sowas. Ach so, okay. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie Jeff aufheben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie Barbecue hat. Also ich. Mm. Oh, sie kommt in unsere Richtung gelaufen. Ich tank ein, wenn sie gut. This is not good. Nee, sie kommt gerade nicht hierher. Katze leuchtet nicht. Jetzt kommt sie hierher. Ich habe keine Ahnung, wenn sie Ruf einer Krankenschwester hat, bin ich am Arsch. Also der Haken ist wirklich die beste. Sie hat Ruf einer Krankenschwester. Uhuhuhu. Leute, okay, lasst uns doch mal heilen. Die ist gerade beschäftigt. Okay, sie hat auf jeden Fall Ruf einer Krankenschwester. Okay, dann wird sie jetzt hierher kommen. Instant zu mir gekommen. Ja, sie läuft auf die zwei, die sich heilen zu. Sie wirft. Geht Richtung. Junge, oh, sie hat aber, glaube ich, auch Barbecue, weil sie jetzt bei mir hier rumrennt. Auf jeden Fall haben wir ja Cybertrips angefangen zu lesen und ich glaube, wir finden beide den zweiten Teil bis jetzt echt gut. Ja. So, ohne Wenn und Aber. Es war am Anfang ein bisschen ruhig, aber es war immer interessant. Also es war jetzt nie, dass man sagen muss, es war irgendwie nichts los oder so. Also bis jetzt kann ich schon sagen, Cybertrips, I like. Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon sehr auf das Ende gespannt. Das soll ja einen mega fiesen Cliffhanger sie haben. Sie guckt. Oh. Mann, noch ein Gen. Das kann doch nicht sein. Alter, wieso? Sieht sie Dying Light irgendwie? Nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Du fällst auf mit deinen roten Haaren. Ich stand hinter einer Wand, an der Wand. Ich kann mich nicht gesehen haben. Es sei denn, sie sieht mich durch Dying Light irgendwie. Ist denn hier noch ein Gen jetzt? So nicht. Die zwei sitzen an einem. Okay, dann gucke ich, dass ich vielleicht nochmal zu dir komme. Sie lässt dich jetzt wahrscheinlich liegen, weil sie Angst hat vor dem Strike. Mal am Rand lang. Oh, nice! Wo sind die Ausgänge? In dem einen rennst du gleich vorbei. Du bist tot am Haken, ne? Yep. Oh, sie hat... Okay, kein Nöd. Kein Nöd, das ist gut. Ich glaube, sie hat es auch nicht nötig, so wie sie schießt. Sie hat gerufen der Krankenschwester. Wir sollten eigentlich mal weg, oder? Ja, sie hat auch Barbecue. Also im Prinzip ist es gerade, sie ist relativ weit weg. Der war tot. Sie kommt jetzt in unsere Richtung hintergelaufen langsam. Aber das solltest du schaffen, dass wir uns noch irgendwie verstecken können. Ich finde das so krass, dass man mit städtischer Umgehung im Kriechen schneller ist als im Laufen. Ja. So. Ich bin jetzt hinten an der Scheck. Ich versuche zu dem Ausgang auf der linken Seite zu kommen. Ja, ich versuche hier gerade, da wo ich schon vorbeigelaufen bin, dahin zu kommen.
Ich bin am linken Ausgang. Isi ist, glaube ich, gerade hier bei mir. Soll ich läuft jetzt hinter. Wenn du aufmachst, mach auf und geh raus. Wenn du schlagst, gezogen. Dann versuche ich vielleicht auch lieber mit auf eure Seite zu kommen. Sie ist hier. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Jeff. Ja, Jeff, geh du doch zu dem Ausgang. Nee. Was ist dein... Ich komme jetzt mal zu euch rübergerannt. Ja, ich bin hier hinten am Haus irgendwo. Hilfe. Stein. Blockade. Scheiße. Okay. Da war ein Stein. Scheiße. Ich bin tot. Also mein Ausgang war ungefähr bei der Hälfte. Tschüss. Ach, scheiße. Jetzt wird sie mich sehen mit Barbecue. Geht aber zu Jeff, glaube ich. Ah, scheiße. Oh, ich bin voll... Ich wollte durch den Bambus oder war so ein Kackstein. Oh, das passiert mir jedes Mal auf dieser Karte. Ich bleibe auch oft im Bambus hängen. Hey. Ja, also ich mache jetzt auf und gehe raus. Tschüss, Leute. Ja. Der Jeff, der hat erst auch gerade nichts zu tun gehabt und hat mir versucht zu zeigen, wo ich hingehen soll. Ich mag solche Männer nicht, die mir zeigen, wo ich lang muss. Jeff rennt jetzt hier halt auch noch rum. Also, sie könnte Jeff jetzt tatsächlich noch bekommen, ne? Also, ja, Jeff ist tot. Ja, blöd jetzt, Jeff. Sorry, Jeff. Na gut. Gut. Also, schade, dass Susi jetzt doch nicht mit rausgekommen ist. Aber es war keine so schlechte Runde, oder? Auch wenn das Ergebnis jetzt nicht 100% war. War okay, auch wenn das jetzt nicht so gut für die Punkte war, aber... Aber Killer hatte wirklich Barbecue, Tana, Dying Light und Ruf der Krankenschwester. Also wir wussten alles, was sie dabei hat. Ja. So okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde und gucken, was uns da für ein Killer erwartet. So, da sind wir in Runde Nummer 2. Ich habe noch die tägliche Aufgabe, einmal mit der Kälte hier zu entkommen. Ja, gucken wir mal, ob das klappt. Ja, machen wir. Wir waren gerade in der Lobby. Oh, eine Krankenschwester. Ja. Und da schrieb die Nancy: Hallo Fusilli und Macaroni, welcome back. Und Susan und ich, wir dachten uns, hä? Wie jetzt? Also warum welcome back? Wir können uns nicht daran erinnern, dass wir mit denen schon mal gespielt haben. Aber vielleicht haben die ihren Namen ja auch geändert. Ich bin der Blitz. Oh, ja. Du hast fast abgeschmiert. Ja, ich habe hier auch noch eine Nancy hocken. Ich habe, glaube ich, an Nancy abgeschmiert. Ja. Sorry, Nancy. Tut mir leid. Das war nicht meine Intention. Rennt der Nancy hin, Alter? Also ich bin jetzt hier im Feld an dem Gen, wo du gerade vorbeigerannt bist. Falls du Hilfe brauchst oder so. Achso, ich habe ja keine Heilung. Ah, ich muss mir mal einen Toten suchen. Oh nein, das ist deine Sluggeroni, Sally. Also die hat ansteckende Angst dabei. Und das sie ist hier? Ja, sie ist in meine Richtung gekommen. Ich bin bei Nancy, ich versuche sie hochzuheben. Oh mein Gott! Diese Map ist so winzig geworden, das ist so furchtbar. Komm zurück. So, die hat mich mega knapp nicht gesehen. Oh, fuck it! Ich hab vergessen, sie hat die ansteckende Angst. Ja. Und ich muss echt sagen, ich gucke ja auch einige Streamer, ne? Mit DBD. Und da sagen ganz, ganz viele, dass das irgendwie zur neuen Meta geworden ist, also Standard geworden ist, dass eine Krankenschwester mit ansteckender Angst spielt. So wie quasi ein Bubba denkt, er darf facecampen. diese ansteckende Angst, das ist so anstrengend. Ich bin gleich sowas von RIP. Alter! Leck. Ja, bin jetzt auch gerade geleckt. Oh, das war ganz schlecht.
Ich wollte gerade rüber zu Nancy laufen. Boah, nein, jetzt hab ich aufgeschrien. Sie geht zu Nancy, ich weiß nicht, wer die. Ah nee, sie ist bei mir. Okay, sie hebt mich auf. Ich kenne her. Das wird schwierig, Leute. Aber die portet, ihr seid alle von mir aus rechts, sie ist nach links zum Kuban geportet. Also. Hallo Jane, sie ist doch hier noch. Wow, ich wurde abgefarmt. Einfach mal so. Wow. Ja, danke, Jane, finde ich. Aber weißt du, das, ich denke mir mal, warum muss man abfarmen? Das nimmt einem so die Chance, noch dieses Spiel rumzureißen. Ja. Vor allem, wenn die nicht mal Borrow Time dabei hatte. Nö. Ich komme, sobald der Jen an ist. Versuche dich aufzuheben. Ist noch hinter Jane hier? Nancy kommt, glaube ich, gerade. Ich würde mich ja bewegen, aber ich muss erstmal hoch hier. Nancy kommt noch. So, ihr dürft mich gerne noch befummeln. Also es ist jetzt nett von der Krankenschwester gewesen, dass sie nicht getunnelt hat. Also sie hat mich zwar umgeklatscht, aber sie ist ja dann quasi von mir weggegangen. Ich muss halt sagen, als Killer, hier ist ein Totem, wenn du brauchst, Susi. Wo? Wo bist du? Ich bin hier direkt nur ins Feld gelaufen, wo wir gerade geheilt haben. Links, ja. Hier. Ah, hier. Danke. Killer machen das halt gerne. Ich mache das auch gerne, so blöd es klingt. Aber wenn ich jemanden erwische, der gerade vom Haken kam und ich kann den halt umschlagen, dann mache ich das auch, weil ich dann weiß, in der Zeit kann derjenige kein Gen machen. So blöd, wie es klingt. Und ich weiß dann, okay, die anderen müssen helfen gehen und so. Das verschafft einem so ein bisschen Zeit tatsächlich. Ich bin jetzt hinten in der roten Scheune. Sie ist an der Scheck und jagt dort Nancy. Ich bin da direkt vor am Gen. Oh, diese scheiß ansteckende Kackangst. Hundertpro auf Barbecue. Hm. Wie hat sich das jetzt? Okay, sie ist da am Gen. Also ich bin relativ weit weg tatsächlich. Das einzigste Gute an den Kürbisköpfchen, ja, muss man ja mal so sagen, ist, dass man sie im Feld gut sieht. Ja, das stimmt. Ich renne Richtung Nancy, ich gucke, dass ich sie holen kann. Aber ich finde das nicht hübsch, dieses Outfit, muss ich sagen. Nee, ist es auch nicht. So, ich versuche den Jen jetzt hier durchzuziehen. Weiß nicht, ob sie jetzt zu euch zurückkommt. Kannst du sie heilen? Ich weiß es nicht. Ah, sie hat hier bei mir die Jane, okay. Oh, sorry, Nancy. Irgendwie einen Leck gehabt. Ich komme bestimmt gleich wieder hierher. Bringst du die denn hin? Hier war doch direkt ein Haken. Ich schaue, dass ich zu Jane komme. Ja, ja. Sie ist wieder bei Nancy und mir hier hinten an der Scheck. Sie hat Nancy wieder. Jane, lass es abhauen. Jane, soll ich dich anfassen oder nicht? Die sind in der roten Scheune, die rennen. Sag jetzt mal, Jane. Jane war es erstmal wichtiger, kurz in der Kiste eine Taschenlampe abzuholen. Jane. Ist ein bisschen abgehoben, ne, du Fernsehstar? Ich bin jetzt neben der roten Scheune an den Generator gegangen. Ja, die jagen sich da noch. Pass auf, wegen der ansteckenden. Oh, jetzt. Hier hinten ist übrigens noch ein Totem. Ja, ich habe ja jetzt erstmal eins. Ich würde das vielleicht wegmachen, weil ich Jane weiß nicht, ist hier an einem Single-Gen. Ob sie Nöt hat. Dann mach's weg. Wie das klingt. Dann mach weg. Mach ich. Jane sitzt an einem Single-Gen. Hier, der war auch schon gut weit. Ich guck mal hier noch nach Totems. Ja.
So, jetzt habe ich mein Adrenalin gewastet, weil ich am Totem gesessen habe. Da nehme ich einmal im Leben Adrenalin mit, ja. Bin auf der linken Seite. Hier ist noch ein Totem, aber das leuchtet nicht. Dann lasse ich das mal stehen. Er war hier nicht ein Ausgang? Jane ist hier bei mir am Ausgang und Nancy ist so in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, mache ich auf? Ich mache auf, oder? Ja, dann können wir vielleicht nochmal gucken gehen, ob wir für Nancy antanken können. Nancy, wo bist du? Die ist immer noch bei der roten Scheune da in der Nähe. Das ist ein anderer Ausgang. Nancy, lauf. Ich bin hinter Nancy, also falls du... Ich sehe euch gerade nicht. Sie kommt. Nancy und ich sind raus. Oh, ihr seid schon im Ausgang. Dann seid ihr an mir vorbei. Ja, wir sind raus. Oh, sehr gut. Yay, Daddy gleich beim ersten Versuch geschafft. Was ist hier los? So, sie ist einfach an mir vorbeigeportet. Na dann, bist du auch raus? So, jetzt ist nur die Frage, Jane ist auch raus? Alle sind raus. Ja, guck mal, GT. Das war doch mal eine schöne, entspannte Runde. So, wie es sein soll, oder? Wobei ich sagen muss, ich hätte es am Anfang fast nicht gedacht. Ich auch nicht. Wir haben so ein bisschen den Faden verloren, als Jane dich abgefarmt hatte und so. Ja, also da habe ich auch gedacht, wo Jane mich abgefarmt hatte, scheiße, das war kacke. Aber da der Killer mich netterweise hat liegen lassen... Ja. Lief doch dann echt ganz gut. Also, ja, aber sie, GG kann man da mal sagen. Die hatte tatsächlich auch Uneinigkeit dabei. Das heißt, wenn mehr als eine Person am Gen war, hat die das gesehen, ne? Ah, okay. Aber ich habe das, ich glaube, ich war fast immer alleine am Gen. Also eigentlich dürfte es gar nicht so oft getriggert haben. Barbecue und Ruf einer Krankenschwester hatte sie auch, das wusste man ja. Cool. Achso, und falls ihr euch übrigens fragt, warum wir jetzt Rang 9 sind, es war gestern Rank Reset und ich habe mich extra noch eine Stunde lang, das darf ich eigentlich nicht erzählen, am Donnerstag habe ich eine Stunde lang DBD gespielt und habe mich die ganze Zeit nur umklatschen lassen. Das heißt, ich bin in eine Lobby gegangen, habe bereit gedrückt und habe dann einfach nichts gemacht in den ganzen Runden und habe mich einfach nur umklatschen lassen, damit ich dann halt mal in den höheren Rang wiederkomme, weil ich für mich sage, ich bin kein roter Rang, ich bin nicht so gut. Und hier so in den Rängen fühle ich mich echt wohl, muss ich sagen. Ich meine, es sind halt quasi aktuell ja alle ein Stück zurückgestuft worden. Es kann halt auch sein, dass der Rang 10 Killer hier vielleicht eigentlich Rang 7 ist oder irgendwie sowas. Aber wir haben ja gerade gesehen, ne, die erste Runde und die Runde, die lief nicht so schlecht und wir hatten grüne Ränge als Killer. Ja. Also, ja. Ich fühle mich bei grün echt wohl. Ja, es ist angenehmer auf jeden Fall. Und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt mal in die dritte Runde und gucken, wie es da noch läuft. Richtig, bei mir hat schon wieder gerade irgendwas hier Microsoft-mäßig disconnected. Es tut mir leid, wenn ihr immer dieses... Ach, Susi. So, bis gleich. Yay, Runde Nummer 3. Und wir sind in die Hawkins-Labor. Ach, Kacke. Ich habe ein bisschen mit den Augen gerollt. Wir haben Korrupte. Ich weiß nicht, ob das... Und noch eine Krankenschwester? Ja. Aber ich denke mal, es ist eine andere, weil die hat ein anderes Talente-Setup. Also ich bin direkt im Labor gespawnt, aber da ist der Gen blockiert. Ich mach gerade in der Nähe vom Labor ein Totem. Die jagt aber, glaube ich, auch schon jemanden. Sorry übrigens, meine Stimme ist irgendwie ein bisschen patzig gerade. Hi. Hi. Da drängelt der alte Mann sich vor. Ja, hier passen wir auf, junges Mädel, ne? Fräulein. Ja, Alter vor Schönheit, ich weiß. Hier ist noch eins. Haha. Ja, dann weg. Hast du nur auf der einen Seite geguckt. Ja. Ich wollte dem alten Mann ja auch noch eine Chance lassen. Sehr nett von dir. Jetzt finde ich halt quasi... gar kein Gen mehr. Ich hasse, also ich habe die Struktur dieses Labors auch immer noch nicht verstanden. Nee. Oh! Das war ja jetzt blöd. Wo ist sie? Ja.
Sie hätte mich eigentlich sehen müssen. Ah, da ist sie. Sie ist bei mir im Raum. Ich bin rechts von dir dann, glaube ich. Wow! Oh, okay. Wow. Ja, also ich würde sagen, GG. Ja, Kami. Gut, easy, sagen wir mal so. Ja, easy. Ja gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch eine vierte Runde heute mal, wa? Ja, das sehe ich auch so. Alles klar, bis gleich. So, Runde Nummer 4. Gucken wir mal, wie es jetzt... Und wir sind schon wieder auf Jamoka. Ja, wir enden da, wo wir angefangen haben. Hi, das bist du, ja? Ja. Oh, die andere Mac ist AFK. Sind alle zusammen gestartet. War das schon wieder eine Anna? Ich habe auch gerade irgendwie was umgehört. Okay, Leute, das ist aber nicht das gleiche wie die erste Runde. Nein, ich bin jetzt auch der Bill und nicht die Mac. Stimmt, und ich bin jetzt die Mac und nicht die... Ich glaube, Clydia war ich in der ersten Runde. Hier ist ein Totem, ich mach das mal weg. Wir haben Nervenkitzel da, ja. Ich bin auch gerade an den Toten. Aber dann kann es halt sein, dass sie vielleicht was Wichtiges dabei hat. Die andere Mac ist hier bei mir und dreht sich im Kreis und ich weiß nicht, was macht sie? Ja, ich mach das Totem. Lass mich in Ruhe. Weil Nervenkitzel der Jagd zeigt ja, soweit ich weiß, an, wenn jemand an Totems geht. Das heißt, sie hat vielleicht was zu beschützen, aufgezehrte Hoffnung oder so. Nee, es ist aber keine Anna, oder? Weil ich hatte gerade ganz kurz Herzschlag und keine Melodie. Also Mac ist jetzt unten im Keller. Es ist Spirit. Aber ich befürchte, sie ist AFK. Was? Okay. Ja, gut, also... Ja, sie ist AFK. Ja, oder sie tut wieder nur so. Das hatten wir alles schon. Wir hatten das eine Mal, die Jägerin, die hat so getan, als wäre sie AFK. Und als dann alle Gens an waren, kam das Nöt. Oh, aber sie hat das schöne Outfit an. Sie hat uns alle umgelacht. Wo steht die? Hier, wenn du bei der Scheck bist, links rüber. Da ist die Wand links von mir. So rechts. Naja, wenn du vom Haus hinten kommst, Richtung Scheck guckst, da, also so. Ach, ja, keine Ahnung. Nur aus rechts. Also direkt hier an der Scheck ist ein Ausgang im Übrigen. Ja, und da, wo sie steht, ist auch einer. Da sind beide dort hinten. Ich geh mal rüber. Also ich bin mit der anderen Mac in der Scheck. Mac in Scheck. Bist du noch bei der Ollen? Nee, ich bin gerade an Generator, aber sie steht noch hier hinten. Hab ich gerade mit dunkler Wahrnehmung gesehen. Hier ist noch ein Totem. Also, was ist denn aber jetzt? Das ist ein bisschen verflucht jetzt, ne? Die ersten beiden Runden war cool. Und jetzt? Ja. Naja, die zweite, da hat einer die Krankenschwester kaputt gemacht und die ist jetzt AFK hier. Ich will die jetzt mal angucken. Das ist dieses Kirschblüten-Outfit. Das finde ich voll hübsch. Denn? Bei dem Ausgang in der Nähe steht sie. Ja, da. Bin hinter ihr. Mach mein Gen jetzt hier an. Das triggert mich voll, dass die sich bewegt. Ja. Killer aus AFK. Okay. Hallo, junge Dame. Okay, Mac und ich sitzen dann jetzt quasi am letzten Gen. Ja gut, das ist dann halt heute, ja, es muss halt auch mal solche Runden geben. Ich bin bei Bill, der Jen ist fast an. Achso, du bist der Bill. Ja, ich bin der Bill. Du bist oh bei mir. Gott. So, mal gucken, ob sie sich jetzt vielleicht bewegt. Du bist trotzdem nee. Bruno. Da war... Was auch immer. Sie steht immer noch hier. Ja, cool. Das war mal... Ja.
Mensch, du, richtig spannend. Also die Jagden, wow. Das war echt, das war schon krass hier so, ne? Hallo? 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 Oh, wir machen, komm, wir machen hier den hier. La 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 la. La 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 la. Gut. Dein Popo! Du hast einen Po angefasst! Ich geh raus, Leute. Das ist. Auch mir reicht's. So. Ja, cool. GG. Ja, easy. Gut, ja gut, dann hatten wir jetzt halt mal noch zwei solche Runden. Ja, nee, nett. Ja. So, in diesem Sinne, ich weiß nicht, was ich da jetzt groß zu sagen soll. Außer, es war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Und ja, bis dahin habt eine tolle Woche. Macht's gut. Ja, vielleicht haben wir ja dann nächste Woche schon die neue Map und den neuen Killer. Warten wir es mal ab. Ja, so cool. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss.